Eine neue Bundesregierung wird es geben. Aus Schwarz-Rot wird Schwarz-Gelb. Und wir werden noch einmal sozusagen diese Wahl Revue passieren lassen. Wir haben uns einmal in der Nordenhammer Innenstadt umgehört, ja, wie die Menschen hier aus der Region denn zu diesem Wahlergebnis stehen und zu der Tatsache, dass zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren Holger Ortel, altes SPD-Urgestein in dieser Region, seinen Wahlkreis als Direktkandidat verloren hat. Hier kommt unsere Frage der Woche. Was halten Sie vom Ausgang der Bundestagswahl? Sehr zufrieden. Warum? Wunschergebnis. Endlich wieder eine vernünftige Politik in Deutschland. Stimmt. Ich bin zur Wahl gegangen, aber es ist nicht das bei rausgekommen, was ich wollte, sag ich mal ganz ehrlich. Ne? Aber ansonsten, ja. Waren ja viele Hörer nicht da, nicht? Oder Wähler, wo man sagen. Das ist nicht mehr wie die letzten Jahre. Da haben die Leute mehr Interesse gezeigt. Jetzt kommt die Finanzkrise dazu, die Wirtschaftskrise. Nee, da kann man wählen, was man will. Macht keiner richtig oder besser. Viele jaulen ja über Schwarz-Gelb, aber ich finde das gar nicht so schlimm. Ich glaube, dass jetzt zumindest eine Politik gefahren wird, die vielleicht ein bisschen entscheidungsfreudiger ist. Das ist mir eigentlich relativ wurscht gewesen. Ich habe gewählt und das ist da halt bei rumgekommen. Ich gehe gar nicht wählen, weil die machen sowieso alle, was sie wollen. Oh, ich finde das ganz gut so. Warum? Ja, ich finde das so interessant. Alles in Ordnung, finde ich. Und was halten Sie vielleicht davon, dass Holger Ortel jetzt von Astrid Grothe-Lüschen abgelöst wurde, nach so langer Zeit? Ja, 4-9 haben. Ist normal, der SPD ist das ist nicht schön. Ich habe gedacht, dass er das weitermacht, nicht? Aber das ist eben so, einer kann nur gewinnen. Nicht? Ja, viele mochten ihn halt. Der hat ja noch versucht, jetzt durch seine Tischlerei-Sache und so nochmal Medien bekannt zu werden, aber hat wohl nicht gereicht. Das ist natürlich traurig, weil er hat mit Sicherheit eine gute Arbeit geleistet, aber es ist nun mal politischer Wille der Bevölkerung und dagegen kann man ja nie was sagen.